So, nun T23. Und aus. Einmal ausschalten, einschalten. Hinstellen. Das Ding ist ein absoluter Hammer. Wenn man zu schnell Gas gibt, wie gerade eben, schaltet er sich gleich wieder aus. Ausschalten, einschalten, hinstellen. Einmal Vollgas, Gas weg. Die Fernsteuerung zu Hause vergessen hat und der Helikopter ist dabei. So aus. Aus. Wieder ausschalten. Einschalten. Rubik-Funktion. T23. Er startet vom Kopf. Und das ganz Wichtige, der Helikopter, da der hintere keine Funktion mehr. Gucken wir hier hin. Licht. In der Fernsteuerung, Licht ausschalten, geht der Helikopter auch aus. Und nochmal, weil es so schön war. Mit Vollgas gegen die Wand. Aber ich habe ein paar Muggis, deswegen mache ich das mal mit. So, 7,5 Grad plus. So einen Helikopter schon haben von uns, auf den Messen gekauft haben, die wissen das. Aber ihr wisst es jetzt. Guck mal, wie genau, ohne Defekte. Und vorwärts, rundum. Das Beste ist, diese Helikopter haben an den Rotoren eine ganz weiche Gummikante. Man kann die so ziehen, lassen sie los, immer noch gerade. Ich kann so machen. So, immer noch gerade. Ich mache das Chassis ab. Das Chassis. Immer noch gerade. Ist ja komisch. Mein Sohn sagt immer zu mir, Papa, das ist ein guter Helikopter. Schau mal die Kurve an. Einmal so. Aerobic-Funktion. Und glaubt ihr, der fliegt noch? Also ich hätte überhaupt auch nicht geglaubt, das Ding fliegt wirklich noch. Einmal Gas geben, Gas weg. Vorwärts! Drehen! Und jetzt! Aus. Bei Vollgas. Aus. Ich kann nichts mehr machen. Es geht nichts mehr. Einmal aus, einmal an. Wir stellen ihn wieder hin. Dieser Helikopter, T23, das ist wirklich kein Angstschweißfliegen.
sondern richtig, richtig viel Spaß. Ich will nur euer Bestes. Oder wir wollen nur euer Bestes. Gobeles.de, eure Kohle. Zeigt dieses Video euren Freunden, Bekannten und ihr könnt richtig günstig so einen Helikopter, den man auch mal richtig fliegen lassen kann, bei uns erwerben. Schatz, zeigt das Video euren Freunden, Bekannten. Die haben sowas noch niemals gesehen. Bis dann, gobeles.de.